Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pygame-Tutorial auf meinem Kanal. Ich habe wieder was Nettes für dich vorbereitet, werde ein ganz nettes kleines Programm hier erstellen und dir dabei zeigen, wie du auch Mausklicks entgegennehmen kannst. Ein Mausklick ist ja ein Event, genauso wie das Betätigen einer Taste oder das Schließen des Programms. Und ja, wie du das beispielhaft umsetzen kannst in deinem eigenen Projekt, wirst du in den nächsten Minuten sehen. So, Vorrede, ja, die wollte ich kurz halten, daher lege ich sofort los mit dem Code. Ich importiere erstmal Pygame, das Modul, das wir brauchen. Dann Import Sys, das ist das weitere Modul, das ich verwenden werde. Ja, Pygame Init. Und dann Pygame Time Clock. Ja, wenn du einige meiner Tutorials schon gesehen hast, dann weißt du, dass ich hier auch noch eine zweite Variable verwende, die Referenz auf die Clock-Methode des Time-Moduls hier. Und diese Variable Clock verwende ich in der Game-Schleife, um das Spiel auf 60 Frames pro Sekunde zu setzen. Als nächstes definiere ich die Farben, die ich in diesem Programm verwenden möchte. Erstmal schwarz. Dann rot. Wird so ein dunkleres, eleganteres Rot werden. Na? Ja. Ich muss natürlich auch die Tasten treffen. Ne? Ja, gelb. Und das soll es gewesen sein an Farben in diesem Programm. Also drei Farben, schwarz, rot und gelb. Wobei jetzt dein Kunstlehrer wahrscheinlich protestieren würde und sagen würde, schwarz ist ja keine Farbe. Ja, aber so sehr ins künstlerische Farbendetail will ich hier nicht gehen. Jetzt kommt das Fenster. Die Breite lege ich fest mit 900 und die Höhe wird 600 Pixel betragen. So. Und Breite und Höhe fasse ich zusammen zu einem Modul wollte ich schon sagen, zu einer Variable, zu einem Tupel, genau. Und dieses Tupel übergebe ich der nächsten Methode hier, also win ist gleich Pygame Display Set Mode. Das ist die Methode unserer Wahl und die bekommt als Argument eben das soeben angelegte Tupel. Ja, ein Titel wäre auch nicht schlecht, also Pygame Set Caption. Ja, und da sage ich einfach mal Smile. Ne? Ist auch ein netter Titel oder etwa nicht. Ne? Gut, die Game Loop. Na. So, also diese Vorschleife, die wertet eben die Events, die Ereignisse im Gamefenster aus. So, und wenn eben der User das Fenster schließen will, das Programm beenden will, dann ja, fangen wir eben diesen Userwunsch ab mit folgender Zeile. If Event Type gleich Pygame. Quit und dieses Quit wird durchgängig in Großbuchstaben geschrieben. Das heißt, wenn jetzt der User das Programm schließen möchte, dann ja, schließen wir erstmal das Pygame-Modul und auch das Programm mit diesen beiden Zeilen. So, dann außerhalb der Vorschleife WinFill. Das wird ein nettes Rot werden und ja.
Pygame Display Flip und Clock Time und 60 Frames. So sieht das also aus. Und jetzt mal ein Probelauf und dann schauen wir mal, ob das Programm abstürzt. Ja, ja, ja. Was ist passiert? Clock Object has no attribute time. Okay, dann gehen wir mal zurück in diese Zeile. Ja, Pygame. Time Clock. Okay, okay, okay. Ach nein, 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 nein. Nicht Time, sondern Tick. Oh Mann, ja, ja, ja. Okay, ja, siehst du. Also, ja. Ein Absturz muss sein, aber jetzt funktioniert's und wir haben ja einen schönen Titel hier. Ne? Und das ist hier so ein Rot, ja, das kann sich richtig blicken lassen. So, jetzt geht's weiter, ja. Und zwar definiere ich eine Funktion hier. So, def display message. Und außerhalb der Funktion lege ich auch noch eine Variable an, eine Indexvariable. Diese Indexvariable, der Wert dieser Variable wird eben per Mausklick verändert werden. So, aber erstmal weiter in der Funktion. Ja, diese Indexvariable, ja, deklariere ich als globale Variable und du wirst ja oftmals hören, oh, globale Variablen, ganz gefährlich, schlimm, böse, schlimm. Nein, also nicht unbedingt. Bei einem so übersichtlichen Programm, ja, braucht man sich nicht zu fürchten, dass man hier was verbockt. Generell, wenn du ein komplexes Programm hast, musst du natürlich mit globalen Variablen vorsichtig agieren, aber Python generell ist ja eine Programmiersprache, die dir so viele Freiheiten gibt und ja, also diese Freiheiten kann man auch mal nutzen. Ne? Also diese Indexvariable ist in diesem Fall global. Bitteschön, wenn du es ändern willst, mach es anders. Aber ich mache jetzt hier weiter und zwar erstelle ich eine kleine Liste und diese Liste beginnt mit einem leeren String. So, das schön kopieren und pasten, pasten, pasten und nochmal pasten, yeah, da haben wir's und ja, also mit dieser Variable möchte ich auf die einzelnen Strings innerhalb dieser Liste zugreifen. Daher muss ich aber auch sicherstellen, dass eben der Index ja über einen bestimmten Wert hier nicht hinausgeht, denn sonst stürzt das Programm ab. Und du kannst ja mal nachvollziehen, was ich jetzt in den folgenden zwei Zeilen mache. Also if Index ist gleich, größer gleich soll das heißen, ja, dann wird eben Index wieder auf 0 gesetzt. Ne? Du musst dir nur ins Bewusstsein rufen, dass eben das letzte Element in dieser Liste einen Index hat von ja, len minus 1, also der Anzahl der Gesamtelemente in der Liste minus 1, weil die Indexzählung nämlich mit dem Wert 0 beginnt. Ne? 0, 1, 2, 3, 4, 5 in diesem Falle. Ja, 6 Elemente in der Liste und das wäre hier ja, der Index 5. So, okay. Aber ich habe ja hier genügend Python-Tutorials ja, hochgeladen und veröffentlicht zu den Grundlagen dieser Programmiersprache. Von daher werde ich das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier erläutern können. Das ist ja ein Pygame-Tutorial. Also schau nur in meine Python-Playlist, da findest du viele, viele
Videos und ja, such dir einfach das Video heraus, ja, über das Thema, über das du dich noch einmal informieren möchtest. Okay, so, weiter geht's. Ja, ich werde ein Image benutzen. IMG Python, ne, Python sage ich, Pygame Image Load. Ja, ich habe in meinem Projekt einen Ordner, den ich Images genannt habe. In diesem Ordner befindet sich ein Bild und ja, das ist das Bildchen cat.png. So, dieses Bild lade ich nicht nur, sondern ich konvertiere es in eine Form, die ja besonders geeignet ist für Pygame. Und darüber hinaus kommt jetzt noch eine folgende Zeile im IMG oder Image Set Color Key Black. Ja, was macht diese Zeile 30? Nun, nachdem du ein Bild konvertiert hast, ja, wird es mit einem schwarzen Hintergrund versehen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache bei einem PNG-Bild. Da willst du ja einen durchsichtigen Hintergrund. Und diese Set Color Key Methode, die sorgt eben dafür, dass dieser schwarze Hintergrund ignoriert wird. Nichts anderes. So, also, jetzt brauchen wir noch das Image Welt. img.get rect, ja. Und ich möchte dieses rect auch entsprechend positionieren, nämlich genau in der Mitte. Ja, ImageRect.center. Das ist ein Tupel. Ja, du siehst hier, dass ich die Werte, also die Werte für die X- und Y-Koordinate eben caste in einen Integer und ja, hier innerhalb dieser runden Klammer, die du jetzt siehst, ja, Breite durch 2 und Höhe durch 2. Okay, so. In Ordnung. Sieht ganz brauchbar aus auf den ersten Blick. Schauen wir mal. So, jetzt noch die Schrift. Font ist gleich bei Game Font Font. So, und dann noch die Schriftgröße hier und Font Surface brauchen wir auch noch. Bei Font Render. Und jetzt kommt als erstes Argument ein String. So. Das ist ja jeweils ein ja, String hier aus dieser Liste. Und die nächste Angabe ja, ist ein boolscher Wert und das betrifft das Anti-Aliasing. Also Anti-Alias, wenn du den Wert auf True setzt, das bedeutet, dass der Text weniger verpixelt dargestellt wird. Ist also schön glatt, ne? So wie man es eigentlich haben möchte, geht ein bisschen auf die Leistung. Also von daher musst du das mal selbst ausprobieren, wie du das haben möchtest. Setz das mal abwechselnd auf False oder True. False und True und schau dir mal die Unterschiede an und ja, dann kannst du ja entscheiden, welchen Wert du hier nimmst. Na, was habe ich jetzt gemacht? Alles kaputt? Nein, nein, es geht weiter. Ja, das dritte Argument ist die Schriftfarbe. So, okay, jetzt brauchen wir noch ein Font-Wert. Gleich Font-Surface. Get-Red. Und ja, das Vect werde ich ja in Abhängigkeit vom Index positionieren. Und das sieht dann wie folgt aus: if Index
Im SG-1. So, also, wenn ja ich mit dem Index oder wenn das Programm mit dem jeweiligen Index auf den letzten String in der Liste zugreift, dann soll Folgendes passieren. Also noch einmal, das letzte Element in der Liste hat den Index, ja, Gesamtzahl aller Elemente minus 1. Okay, so, dann soll eben Folgendes passieren. Win.blit. So, dann will ich nämlich das entsprechende Bild darstellen, Image und Image React. Und ja, Font React.Center. Das wird an folgender Stelle erscheinen, also wieder ja, Breite durch 2, aber Höhe mal 0,6. So. Und else, ja. Ja, das kopiere ich mir hier, wieder pasten und hier mache ich ja ein geteilt durch 2. Nach dieser if-else-Konstruktion win.blit. Ja, und jetzt wird eben die Schrift dargestellt und zwar Font Surface ist das erste Argument. Das zweite Argument ist Font React. So, also ich werde das Programm gleich nochmal Zeile für Zeile mit dir durchgehen und es nochmal erklären. So, okay, das ist hier ja die Funktion. Also nochmal, ja, ich mache das nochmal hier. Also nochmal. Index ist eine globale Variable, dann habe ich eine Liste mit Strings und ja, hier überprüfe ich den Index, wenn er ja einen bestimmten Range, ja einen bestimmten Bereich überschreitet, dann setze ich ihn wieder auf den Anfangswert, nämlich 0. Und ja, hier wird das Image geladen und auch ja, die Schriftart wird gesetzt. Und ja, und hier diese If-Else-Konstruktion ist im Prinzip, ja, wenn man es mal logisch durchdenkt, ja, selbsterklärend, würde ich mal sagen, ne? So, in der Game Loop, ja, sollten wir natürlich auch die Funktion, die wir gerade erstellt haben, aufrufen. So, jetzt bringe ich das Ganze mal zum Laufen und du wirst sehen, dass nicht funktioniert. Also ich klicke jetzt auf den, also mit auf meinem Klick, auf meinem Trackpad. Ne? Mensch, jetzt verhaspel ich mich auch noch. Also ja, ein Mausklick bringt hier gar nichts. Ja, warum? Ja, wir müssen den Mausklick natürlich noch abfangen und das machen wir in der Event oder in der Vorschleife. If Event Type gleich gleich Pygame Mouse-Button down. Ja, was passiert dann? Ja, dann erhöht sich der Index nämlich um 1. So, und jetzt noch einmal. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen und jetzt haben wir das Programm und jetzt ganz, ganz spannend. Aha, ich klicke jetzt. Siehst du? Ja, und jetzt wird der Index wieder auf 0 gesetzt. Es geht los mit dem leeren String. Ein S, M, I, L, E. Ja, Smile. Ja, das ist doch was, ne? Da haben wir doch wieder was hinbekommen. Das ist auch eine schöne, nette Message. Ja, egal wie schwierig die Lage ist, immer das entsprechende Lächeln nicht vergessen, so wie es eben unsere Katze hier uns vormacht. Okay, so, ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ja, ich kann nur sagen, mir hat jede Menge Spaß gemacht, dieses Tutorial für dich vorzubereiten. Ich denke mir ja immer so ein paar nette Sachen aus und wichtig ist, dass ich eben
ja, dich nicht überladen möchte mit Informationen. Das sind ja immer wieder so kleine Lernhäppchen, sage ich mal, die ich dann in meinen Videos mitgebe, weil ich der absoluten Meinung bin, dass es hier nicht um Wissen geht. Es geht um Können und Können, ja, also Fähigkeiten, die erlangst du, wenn du ja sie anwendest, wenn du das Wissen anwendest und wenn du Programme schreibst, wenn du ja Programme umänderst. Also du kannst jetzt hier eben aus all dem Code, den ich dir hier gezeigt habe, ja, ruhig deine eigene Suppe kochen, ne? Das ist ja auch so gedacht. Das ist ja eine Inspiration. Und lass mal deine Ideen freien Lauf. Lass deine eigenen Kreativität freien Lauf. Du weißt jetzt auf jeden Fall, wie man hier Mausklicks ja, entgegennimmt. Ganz einfach. Beigehen.Mausbutton down, ne? Also einfacher geht's kaum noch, ne? Ja, dann lass uns mal schauen. Also, wenn du jetzt einige Tutorials von mir gesehen hast, dann wirst du die Struktur dieses Programms ja auch, ja, wiedererkannt haben, ne? Guck mal, erstmal importiere ich das Pygame-Modul, das Sys-Modul, um eben, ja, das Programm auch vernünftig zu schließen. Das Pygame-Modul wird initialisiert. Hier die Clock-Variable, eine Referenz auf die Clock-Methode, die Farben habe ich definiert, dann eben das Fenster erstellt, eine Variable, ja, Index hier angelegt, die ich dann eben in der Funktion hier nutze, in der Display-Message-Funktion. Also noch einmal, ne? Es ist hier wirklich, ja, ob du, naja, ob du eine Variable als global deklarierst oder nicht. Also, ne, da muss man jetzt hier nicht ja, eine Art religiösen Eifer initiieren. Ja, es gibt ja, natürlich auch Argumente gegen globale Variablen, aber noch einmal, Python gibt dir Freiheiten und diese Freiheiten, ja, die sollte man nutzen. Ne? Was gibt es Schöneres als Freiheit? Mein Gott, jetzt werde ich schon philosophisch. Also gut, hier ist die Display-Message-Methode und ja, hier eben die Liste mit den Teilstrings. Wie sich das auswirkt im Programm, hast du ja soeben gesehen. Ja, das Image wird geladen. Dazu habe ich aber auch schon Tutorials gemacht. Ja, schau einfach in meine Python-Liste und klick dich da mal durch oder lass eben die Playlist ruhig mal durchlaufen. Ist mal was ganz Nettes. Ja, hier den entsprechenden Text natürlich auch. Ja, habe ich auch hier programmiert. Und ja, und hier ist eben ja die If-Else-Konstruktion. Das heißt, das Bild wird eben durch diese If-Else-Konstruktion genau dann angezeigt, wenn auch hier ja eben der letzte String angezeigt wird. So, ja. Also im Prinzip ist das hier ganz logisch. Komm, dann führen wir es nochmal aus. Ne? Dann machen wir es nochmal. Zack, 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 zack. Ja, ist das nicht schön? Okay. So, ja, ich hoffe, du hast jede Menge Spaß gehabt und ja, abonniere den Kanal, wenn du Python und Pygame lernen möchtest, wenn du lernen möchtest, Spiele zu programmieren. Und ja, die Mutter des Erfolges ist eben dranbleiben. Und wenn du ja eben ja programmieren lernen möchtest, ja, und du siehst eben, dass ich dir hier jede Menge Ideen mitgebe in meinen Videos, ja, was machst du dann daraus? Richtig auf den Abo-Button klicken und auf die Glocke klicken, damit du auch von YouTube immer eine Benachrichtigung bekommst, sobald ich was Neues für dich veröffentlicht habe. Und naja, komm, Daumen hoch ist auch eine dufte Sache, ne? Das erfreut mich. Und ja, eine kleine Bitte habe ich auch noch. Ja, die will ich auch loswerden am Ende dieses Videos. Wenn du meinen Kanal weiterempfehlen könntest, wäre das eine super Sache. Also du würdest mich in dieser Form ja wunderbar unterstützen. Also wie gesagt, also ja, weiterempfehlen. Entweder indem du auf den sozialen Plattformen, auf denen du unterwegs bist, zum Beispiel Twitter, Facebook, Instagram und ich weiß nicht was, ja, da meine Videos teilst oder aber wenn du ja Leute kennst, persönlich kennst, von denen du dir vorstellen könntest, dass sie Spaß am Programmieren ja bekommen könnten, ja, dann ja, erwähne mal meinen Kanal. Wäre eine tolle Unterstützung, über die ich mich sehr freuen würde. Und ich werde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören.
Tschüss, bye bye und hasta la vista.